YouTube mit den Computer Gaming News. Heute im Studio Ozark OD. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark OD zum neuen Video. Heute ist es wieder Zeit für eine CGN Computer Gaming News, aber bevor wir mit den News anfangen, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich die Miriam S. bei mir hier im Video begrüßen. Die hat sich über ihre Twitch Points bei mir mit reingekauft und an dieser Stelle möchte ich sie natürlich ganz persönlich grüßen mit diesem YouTube-Video und wir springen dann mal direkt in die News. Ja, für viele Fans von euch, sowie auch für mich, ist jetzt diese Woche der neue oder beziehungsweise der alte neue CNC Remastered rausgekommen. Das heißt, alle von euch, die ja noch vielleicht von der früheren Anfängen, also Ende der 90er, Anfang der 2000er, Command & Conquer kennen, die erste Version, also der erste Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot 1 wurden jetzt in Full HD oder eher 4K geremastert. Das Video an sich für den Trailer des ganzen Spiels und auch das gesamte Making-of des Remakes seht ihr vielleicht jetzt hier schon im Hintergrund. Und da kann ich einfach nur sagen, richtig, richtig, richtig geiles Spiel, pure Nostalgie, super Soundtracks und die Grafik ist auch jetzt endlich auf dem Stand der Dinge, wie man sich es damals gewünscht hat. Und nun bleibe ich einfach mal ein bisschen still und ihr genießt das Video. Welcome back, Commander. An nächster Stelle springen wir jetzt erstmal wieder zu CPUs und zwar zu Intel. Intel hat ja seine neuen CPUs rausgebracht und zwar die Intel Core i 10.000er Serie. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt und auch schon zahlreiche Tests von anderen Netzwerken ja online sind, sei das von Gamers Nexus oder vielleicht auch von der Bauer, den ich jetzt hier gerade verlinken werde, wurden ja für die neuen CPUs von Intel ja schon neue Tests rausgebracht und Intel wollte sich mal wieder damit brüsten, die schnellste Gaming-CPU weltweit produziert zu haben. Im Grunde genommen hat Intel damit auch recht, denn die neuen oder alten CPUs sind jetzt nochmal thermisch ein bisschen verbessert, haben aber leider in dem Moment nur an Megahertz-Zahlen gewonnen. Wenn ihr euch den Test dazu anschaut, mal auf Computerbase oder vielleicht auch auf Tom's Hardware oder vielleicht das Video von Roman der Bauer gesehen habt, dann werdet ihr feststellen, dass die neuen CPUs immer noch auf dem 14-Nanometer-Verfahren hergestellt werden, wie die alten CPUs von vor 3 Jahren. Und dahingehend ist natürlich performance-technisch dann nur noch dann was möglich, wenn man erstens die Geschwindigkeit erhöht, also die Megahertz-Zahl, mit der die CPUs takten. Das wiederum sorgt aber dafür, dass ein höherer Stromverbrauch auch entsteht. Und ja, wir haben es, oder beziehungsweise kann man es in den Quellenangaben nachschauen. Ja, man schafft es mit den neuen Intel-CPUs mit Flüssigstickstoffkühlung oder mit einer guten Wasserkühlung an die knappen 6 GHz auch ranzukommen mit Übertaktung. In vielen Bereichen ist es aber einfach so, dass ein normaler Gamer oder vielleicht auch ihr, meine Zuschauer, gar nicht übertakten wollt. Das heißt, ihr baut eure CPU ein oder den Gaming-PC und ihr wollt damit Performance abrufen, die halt vom Standard vorgegeben ist. Das heißt, Übertaktung ist ja nicht für jeden was. Und dahingehend ist es natürlich auch so, wenn man dann mehr Performance haben möchte, springt der Stromverbrauch so signifikant an, dass sich das einfach nicht rentiert. Ich habe das bereits in 2, 3 anderen YouTube-Videos kommentiert. Es ist einfach so, wenn man sich jetzt eine neue Intel Core i9, 10900K heißt der aktuell, kauft und diesen dann wirklich mit, sagen wir mal, durchschnittlich 5,5 GHz laufen lässt, dann verbraucht er einfach in einer Spielstunde knappe 260 Watt. Nur die CPU, nicht das Gesamtsystem. Das Ganze kann man dann einfach mal auf ein halbes Jahr hochrechnen, das heißt 5 Tage die Woche, 8 Stunden spielen und schon bezahlt man nur an Strompreisen aktuell für so eine CPU, wenn man wirklich halt jeden Tag zockt, knappe 160 Euro zusätzlich im Jahr an Strom, nur dass die CPU im Rechner läuft. Das ist nicht effektiv und dementsprechend kann ich nur sagen, wenn ihr eine schnelle Gaming-CPU haben wollt, dann kauft euch diese von Intel, aber seid euch darüber bewusst, dass der Stromverbrauch so massiv ineffizient geworden ist, dass es sich einfach nicht mehr rentiert, so eine CPU zu kaufen. Mein persönlicher Favorit ist ja immer noch aktuell die AMD 3000er Serie, also die Ryzen Serie 3000. Schaut euch ansonsten da mal um und die Benchmarks und auch die Tests verlinke ich euch natürlich wie immer in der Quellenangabe, dass ihr euch darüber auch selber informieren könnt. Dann bleiben wir nochmal bei Intel und zwar hat Intel nun vorgestellt die neuen Intel Lakefield Prozessoren, beziehungsweise geht es hier um die Gerüchteküche und auch um die Planung der nächsten High-End-Chips
für Mobile-Geräte. Das heißt also einmal für Handys und für Fold- oder beziehungsweise Tablets, also Tablets, die man zusammenklappen kann. Der präferierte Partner für diese neuen CPUs wird in dem Moment wahrscheinlich Lenovo sein. Lenovo hat angekündigt, 2021 ein neues Lenovo ThinkPad Fold vorzustellen, also so eine Art Tablet oder Mini-PC, welche man halt falten kann, so wie es ja auch bei den Handys, die wir ja im Anfang Januar beziehungsweise Ende Dezember schon gesehen haben, wie bei dem Motorola Razr oder so, dass man halt sagen kann, okay, das sind so die nächsten Schritte, man will wieder zu den Formfaktoren zurück, die zwar klein sind, aber die man nochmal halbieren kann, halt falten kann. Und dafür hat halt Intel neue CPUs halt in der Planung. Diese sehen jetzt dementsprechend ganz gut aus. Es handelt sich ja hier um Hybrid-CPUs, die also eine interne GPU auf Vollleistung mit sich führen. Und natürlich wird auf Basis dieser CPU-Technik erhofft, dass sich die Energieeffizienz um bis zu 24% steigern lässt. Das heißt, dass dann diese CPUs, die in diesen Mobile-Geräten eingebaut sind, natürlich viel weniger Strom verbrauchen. Das Ganze ist natürlich noch nicht zu 100% sicher. Auch hier wieder die Quellenangabe in der Videobeschreibung. Dann springen wir mal rüber zu AMD. Und zwar hat AMD nun vorgestellt, die neuen RDNA 2 Big Navi Grafikkarten, wann sie jetzt rauskommen sollten. Also das sind auch wieder Gerüchte, die waren jetzt Ende Mai schon da gewesen, da habe ich es leider nicht geschafft, die CGN schon fertig zu machen. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt Anfang Juni dazu die passenden Informationen auch erhalten haben. Das bedeutet, die neuen RDNA 2 oder auch Big Navi Grafikkarten oder Grafikeinheiten werden höchstwahrscheinlich in den neuen Next Generation Konsolen mit eingebaut sein. Das bedeutet natürlich für uns, das ist sehr interessant, wenn die PlayStation 5 released wird, dazu später hier in den News noch etwas, und zur neuen Xbox, weil da steht AMD aktuell als präferierter Partner an der Seite der jeweiligen Hersteller und wir vermuten, dass in den neuen Konsolen dann halt auch Grafiklösungen und CPU-Lösungen aus einer Hand von AMD kommen werden. Das ist auch sehr, sehr interessant. Dazu natürlich auch für euch die Informationen in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr dazu nähere Infos braucht. Dann, wie angekündigt, wurde die neue PlayStation 5 vorgestellt. Anfang dieser Woche wurde ja der Showtrailer von Sony Electronics zu der neuen PlayStation 5 vorgestellt. Diese hat ja, wie ich schon eben erwähnt habe, die neuen RDNA 2 Chips von AMD mit drin und auch exklusive Spiele, die nur auf der PS5 erscheinen sollen, wurden dazu vorgestellt. Hierzu kann ich natürlich noch nicht so viel sagen, weil ich selber natürlich keine PlayStation 5 besitze. Auch der Release-Termin, der jetzt sozusagen noch ein bisschen in den Stern steht für Europa, ist noch nicht zu 100% bekannt. Sollte sich da noch was ändern, werde ich das natürlich dann nachträglich auch bei mir im Video einfach nochmal eintragen und auch verlinken, sodass ihr dann wissen könnt, wo ihr so eine PlayStation 5 erwerben könnt oder halt entsprechend, wann das Ganze halt beim Mediamarkt oder Saturn zur Verfügung steht. Und dann noch eine kleine persönliche Anekdote. Ich bin natürlich jetzt eigentlich nicht so der Konsolen-Fan, weil Konsole war für mich immer so ein bisschen die Abzocke. Es war zu schwach, um ein richtiger Computer zu sein. Man musste für jedes Spiel einzeln extrem viel Geld bezahlen. Der Unterschied natürlich zu einer Konsole, zu einem Computer, ist halt einfach, man muss nichts im Kopf haben. Man macht die Konsole an, das Spiel geht los, man hat seinen Controller und es geht einfach. Keine Updates großen, keine irgendwelchen Schnickschnack, keine Patches, keine Konsolen-Eintragungen, die man selber vornehmen muss oder irgendwelche Bearbeitungen an den Spielen. Und so ist es halt natürlich so, dass es eher für die Leute, die im Mainstream zu Hause sind, das heißt natürlich einfach nur zocken wollen, ganz cool so eine Konsole zu besitzen. Ich persönlich sage, eine Konsole macht nur dann Sinn, wenn man auch, sage ich jetzt mal, eine Leinwand oder einen großen Fernseher hat und halt viele Freunde häufiger mal zu Besuch kommen, damit man gemeinsam was zocken kann. Ansonsten bleibe ich natürlich immer noch auf meinem Standpunkt. PC ist hier das Over the Top. Kauft euch einfach einen guten Gaming-PC, der dann 4-5 Jahre aushält und dann kann man ja mal danach wieder schauen, ob man sich was Neues kauft. Dann springen wir nochmal kurz zurück zu AMD und zwar jetzt in den CPU-Bereich. Und zwar wurde ja angekündigt, dass ja die Zen 3 Plus Architektur auf 7-Nanometer-Basis kurz vor den Startlöchern steht. AMD hat da seine Zeitpläne eingehalten und wird jetzt aktuell den AMD Ryzen 3000 Refresh in der Form der Mattes-Variante auf den Markt bringen. Was bedeutet das für uns? In der Pipeline lagen jetzt kleinere Varianten des AMD Ryzen 3, also einmal AMD Ryzen 3100X und auch ein 3300X, welche dann sozusagen in dem Low-Budget-Bereich die ersten CPUs ausmachen wird. Das wird vor allen Dingen für den Business-Bereich interessant, das heißt natürlich für Hersteller wie Lenovo oder HP oder eventuell Fujitsu, die dann sozusagen ihre Systeme auf Basis von AMD in den Businessmarkt bringen werden, weil diese CPUs natürlich sehr, sehr performant sind und natürlich halt wenig Strom verbrauchen und das natürlich für ein Businessgeschäft, also sei das jetzt ein Bürokomplex oder eventuell natürlich eine Produktionseinheit, sehr, sehr interessant ist, damit man halt auch für seine
elektronische Hardware, die man ja verwenden muss, nicht mehr so viel Strom bezahlt. Das ist in der Performance wirklich, ja, sage ich jetzt mal, für die Business-Bereiche sehr, sehr interessant. Für den Gaming-Bereich, den ich ja primär fokussiere, ist das jetzt nicht das Relevanteste. Aber wenn man mal sagt, man braucht jetzt ein Starter-System für, weiß ich nicht, 400 Euro neuer Computer, dann wäre auch so eine CPU aktuell interessant und man könnte dann mal vergleichsweise mit anderen Benchmarks sagen, okay, damit kriegt man Counter-Strike noch mit 170 FPS zum Laufen oder so. Es gibt jetzt natürlich auch Bestätigungstermine für diese neuen CPUs von AMD, denn ja, die Zen 3 Plus auf Basis der 7 Nanometer Technologie sollen jetzt ungefähr zum 7.7.2020 released werden. Dann freue ich mich natürlich auch wieder da auf die Benchmark-Tests der kleineren CPUs. Dann können wir das Ganze mal ins Verhältnis setzen zu denen, die jetzt seit letztem Jahr im Dezember released worden sind. Und dann haben wir auch ein Gesamtpaket, was AMD dieses Jahr halt auch auf den Markt geworfen hat. Für die Zukunft ist es natürlich auch wieder so, dass in der Gerüchteküche aktuell noch ja, die neuen CPUs halt ausstehen, also die AMD Ryzen 4000er Serie. Da ist man sich noch nicht so ganz einig, wann die auf den Markt kommen. Man vermutet stark nach dem Release der Grafikkarten, das heißt so Ende Juli, Anfang August wird es dazu die nächsten Informationen geben. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bleibt natürlich einfach dabei, bleibt mir treu und wir sehen, was dann in der Zukunft uns in der Computerwelt so erreichen kann. Zu guter Letzt wollte ich dann nochmal auf eine Anzeige hinweisen, also hier an dieser Stelle keine Werbung. MSI hat eine optimierte Grafikkarte der AMD Radeon 5600 XT auf den Markt gebracht, die bei Computerbase getestet wurde und somit das, ich sag mal, kompletteste Paket für den Full-HD-Gaming-Bereich bietet. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal in der Videobeschreibung auf den Link klicken und euch dort den Benchmark-Test anschauen. Der ist sehr interessant und bietet vor allen Dingen für die Leute, die nur auf Full-HD-Gaming aus sind, einen sehr, sehr guten Überblick darüber, was die neue Grafikkarte von MSI an dieser Stelle kann. Wie gesagt, Chipsatz ist hier der gängige AMD Radeon RX 5600. Da müsste man dann halt einfach mal schauen, im Vergleich und im Verhältnis zu anderen Herstellern das Ganze sehen. Wie gesagt, an dieser Stelle keine Werbung, ich wollte es aber euch trotzdem einfach mal erwähnen. Ja, und zu guter Letzt gibt es auch nochmal einen sogenannten High-FPS 144 FPS Gaming-Test, den ich euch auch in der Videobeschreibung verlinke. Dort weist Computerbase nochmal aktiv darauf hin, welche Voraussetzungen benötigt werden, um beispielsweise in Full-HD, WQHD oder eventuell Ultra-HD mit bis zu 144 FPS zu spielen. Dazu muss man natürlich aber einfach erwähnen, also jetzt in der Kurzform, weil ich den Test ja schon gelesen habe, keine Grafikkarte, die aktuell auf dem Markt ist, ist in der Lage, diese, ja, ich sag mal 144 Hertz in Ultra HD, also 4K Gaming, darzustellen bei voller Grafik. Wichtig ist immer für euch, viele Tests sind so aufgebaut, dass diese natürlich dann diese FPS-Zahlen erreichen. Man muss sich dann aber die Settings angucken und das ist natürlich dann immer sehr, sehr schwierig, wenn man nicht weiß, wenn da Low, Medium oder High Present steht, welche Grafikeinstellungen tatsächlich das tatsächlich in den Spielen dann sind. Für euch ist aber einfach immer nur wichtig zu wissen, sollte man aktuell viele Spiele, die jetzt auf den Markt gekommen sind, in Full HD mit hohen FPS-Zahlen spielen wollen oder in WQHD mit vollen FPS-Zahlen spielen wollen, bei voller Grafik, muss es aktuell mindestens eine ja, Nvidia RTX 270 Super sein. Das ist so das Minimum, wobei ich auch da wieder noch sagen muss, kauft euch diese Grafikkarte aktuell nicht. Sie ist einfach zu teuer für das, was geleistet wird. Und wie ich ja vorhin schon mal in den anderen News erwähnt hatte, werden ja höchstwahrscheinlich Ende Juli, Anfang August die neuen Grafikkarten im Big Navi-Format von AMD vorgestellt. Eventuell sinken dann die Preise bei Nvidia oder die anderen Grafikkarten sind so viel performanter, dass man dazu eine ja, Alternative oder zu einem Ersatz greifen kann. Bleibt auf jeden Fall gespannt und beobachtet da die Benchmarklisten auch von anderen Webseiten. Wie gesagt, alle Quellen und alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten war es das dann schon soweit mit den CGN für heute, für diesen Monat, für den Juni. Eventuell werde ich Anfang Juli oder Mitte Juli den nächsten CGN dazu machen. Ich bedanke mich natürlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das natürlich jetzt hier an dieser Stelle irgendwo hier oder irgendwo dort nachholen. Da kommt ein Einblender. Nicht vergessen, auf den Abo-Button zu klicken. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ja, und ansonsten könnt ihr mir natürlich nochmal in die Kommentare schreiben, was euch als nächstes interessiert. Sei es neuere Informationen zu der PlayStation 5 oder zu weiteren Spielen, wie beispielsweise Command & Conquer oder vielleicht dann zur neuen Xbox. Schreibt mir dazu einfach mal in die Kommentare. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozog. Ciao.